kein Wunder, dass das Ding so weit fliegt, wenn man sich den durchtrainierten Körper dieses jungen Adonis anschaut. Wobei, nur auf die Kraft kommt's beim Speerwerfen nicht an. Ja, wie immer, es ist so ein bisschen das Zusammenspiel. Also klar braucht man eine gewisse Kraftfähigkeit, eine Explosivfähigkeit. Es gibt aber auch unterschiedliche Werfertypen. Also es gibt den ganz explosiven Typen, es gibt den so einen geschmeidigen Typen, sage ich mal, der über einen sehr, sehr langen Beschleunigungsweg eben seine Leistung erzielt. Da würde ich jetzt eher den Jonas dazu zählen. Nicht umsonst ist das große Vorbild von Jonas Bonewit der geschmeidige Tscheche Jan Selješný, der heute noch den Weltrekord hält. So richtig ernsthaft betreibt der mittlerweile 20-Jährige diese Disziplin seit rund 6 Jahren. Ich bin in einer relativ sportlichen Familie groß geworden. Ich bin früh zur Leichtathletik gekommen und habe dann alles Mögliche gemacht, also alle Disziplinen. Und dann hat mich mein jetziger Trainer irgendwann angerufen, weil ich ganz gute Ergebnisse im Speerwurf hatte. Damals war ich 14 Jahre alt und hat gemeint, ob ich nicht mal vorbeikommen will zum Training. Und das habe ich dann gemacht und das hat sich als gute Idee erwiesen. Und seitdem bin ich hier und Speerwerfer eben. Und zwar einer der besten in ganz Deutschland. Also der Zeitpunkt, von dem man dann auch als Leistungssportler sich selbst bezeichnen kann, das war 2012, da habe ich die deutsche Meisterschaft U18 im Speerwurf gewonnen, relativ überraschend, habe mich in dem Jahr um 19 Meter gesteigert in einer Saison. Und 2013 hatte ich dann ein relativ durchwachsenes Jahr, muss man nicht lang von sprechen, viel Verletzungen, nicht ganz das zeigen können, was ich wollte. 2014 war wieder sehr gut mit 2 deutschen Meistertiteln im Winterwurf und im Freiluft in der U20 im Speerwurf und einen 4. Platz bei der U20-WM. Allerdings ist Deutschland eine Werfernation, die Konkurrenz dementsprechend groß. Doch Jonas hat einen unschätzbaren Vorteil, seinen Trainingsfleiß. Ja, seine Stärken, ganz klar, seine Zielstrebigkeit, seine Gewissenhaftigkeit, der ist wirklich immer da, der ist immer pünktlich. Also ich kann mich in den letzten 3 Jahren genau an eine Trainingseinheit erinnern, wo er mal nicht da war. Schwächen vielleicht, dass er manchmal ein bisschen zu ungeduldig ist. Das liegt wahrscheinlich aber auch in der Natur von dem Individualsportler. In puncto seines großen Ziels Olympia legt er aber durchaus Geduld an den Tag. 2016 kommt vielleicht vermutlich ein bisschen zu früh. 2020 ist fest im Visier. Bis dahin ist noch viel Zeit, viel Arbeit. Ich denke, dass wenn ich anständig weiterarbeite und grob verletzungsfrei bleibe, dass ich auch langfristig gesehen eine realistische Chance habe, mich irgendwann in einen Bereich zu nehmen, mit in einer Olympianorm zu nähern. Und ich hoffe, dass es auch klappt. Ja. Er ist für mich auf jeden Fall ein ganz klarer Kandidat, der mal über 80 Meter werfen kann. Er hat jetzt eine Bestleistung von 76,5 Meter und mit 1-2 guten Wintern sollte das auf jeden Fall möglich sein dann. Eine erste Talentprobe legte Jonas bei den deutschen Meisterschaften Ende Juli in Nürnberg ab, als er den Endkampf erreichte und dort als jüngster Teilnehmer Platz 7 belegte.